Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Mit einiger Verspätung hat die FPÖ nun ihren lange erwarteten Historikerbericht zur Parteigeschichte präsentiert, aber es wurde eher eine Kurzgeschichte. Bisher sind gerade mal 30 Seiten bekannt und die werden von Wissenschaftlern massiv kritisiert. Live im Studio ist dazu der Rechtsextremismus-Experte Gerhard Baumgart. Krisenbilder. Mit Hilfe von Satellitenbildern dokumentieren österreichische Forscher das dramatische Ausmaß des Klimawandels. Lebensfreunde. Heute vor 50 Jahren starb der Jahrhundertphilosoph Theodor Adorno. Mit der Wiener Schauspielerin Lotte Tobisch verband ihn eine enge Freundschaft. Anfang letzten Jahres hat ein Liederbuch der schlagenden Burschenschaft Germania, die hier in Wiener Neustadt ihren Sitz hat, für Riesenaufregung gesorgt. Das Büchlein war voll mit deutschnationalen und teils antisemitischen Liedern. Und Mitglied der Burschenschaft war auch der Chef der FPÖ Niederösterreich. Der damalige FPÖ-Vorsitzende und frisch gebackene Vizekanzler Strache installierte eine Historikerkommission. Sie sollte braune Flecken in der FPÖ-Geschichte aufarbeiten und ihren ersten Bericht noch vor dem Sommer vorlegen. Letztes Jahr. Mit mehr als einem Jahr Verspätung war es dann gestern Abend soweit. Aber nicht der gesamte Historikerbericht wurde da vorgestellt, sondern nur eine kurze Zusammenfassung. Und die wird seither von Wissenschaftlern ganz massiv kritisiert als unwissenschaftliche Geschichtsverharmlosung, Marketingshow und verpasste Chance. Peter Babutzki und Sophie Ausberger berichten. Lange erwartet und dann erstaunlich dünn. Ohne Deckblatt und Anhang ist die Zusammenfassung der von der FPÖ eingesetzten Historikerkommission gerade einmal 22 Seiten lang. Die meisten der mitwirkenden Historiker sind FPÖ-nah, nicht so der ehemalige Wiener Stadtschulratpräsident und Mitautor Kurt Scholz. Er fühlt sich in der Zusammenfassung missinterpretiert. Ich wäre sofort bereit, meinen Beitrag online zu stellen und den zu diskutieren und alle anderen Beiträge aller anderen Autoren auch in eine maximale Öffentlichkeit und in eine öffentliche Diskussion zu bringen. Das ist meines Erachtens die einzig vernünftige Vorgangsweise. Und warum macht das die FPÖ nicht aus Ihrer Sicht? Das müssen Sie die FPÖ fragen. Ja, das kann ich nicht sagen. Das hätten wir gerne gemacht. Die FPÖ wollte heute aber kein Interview dazu geben. Gestern nach der Präsentation hat sich der Leiter der Historikerkommission, Wilhelm Brauneder, zumindest kurz zu Wort gemeldet. Ein Ergebnis des Berichts? Seit 1956 habe es in Parteiprogrammen und Reden keine Überschneidungen mehr mit NS-Gedankengut gegeben. Aber wenn vielleicht dem einen oder anderen was rausgerutscht ist, was ich jetzt nicht weiß, aber da muss man sich ja überlegen, dass ja Politiker ältere als der Jörg Haider, sagen wir mal so, nicht von diesen Vorgängern, die sind ja aufgewachsen in einer semantischen Welt, die anders war als nach 45. Da kann das schon passieren, dass man was sagt, was man vielleicht heute sagen will, ja, das war jetzt nationalsozialistisch. Doch auch in der Gegenwart tauchen regelmäßig sogenannte Einzelfälle auf. Diese sind laut FPÖ-Zusammenfassung genau das. Bedauerliche Einzelfälle. Aus dieser Dokumentation geht hervor, dass es sich dabei in der Regel tatsächlich um bedauerliche Einzelfälle handelt, die aber eher insignifikant sind. Diese Vorfälle werden zwar von Medien und Gegnern aufgeblasen, aber sie können eben nicht auf die Haltung der gesamten FPÖ übertragen werden. Es wird auch dabei vergessen, dass die Partei in substanziellen Fällen immer entschlossen durchgegriffen hat. Anders sieht das der jüdische ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg. Er hat die Freiheitlichen während der türkis-blauen Koalition immer wieder verteidigt. Den Historikerbericht nimmt er nicht ernst. Die FPÖ falle ihm derzeit wieder negativ auf. Dass hier Sachen passieren, die man eigentlich als Provokation verstehen muss. Der Abgeordnete Graf, der ein Mitglied einer rechtsextremen Burschenschaft ist, taucht plötzlich im Nationalfonds in der Sitzung auf. Der Nationalfonds ist für die Verteilung von Geldern an Nazi-Opfer zuständig. Kritik kommt auch von der SPÖ. Sie findet die Zusammenfassung peinlich. Erwartet wird jetzt der Gesamtbericht. Der dürfte zumindest eins sein, wesentlich dicker.
Und wir haben dazu heute die gesamte FPÖ-Spitze und mehrere Vertreter der Historikerkommission zu uns ins Studio eingeladen. Aber die FPÖ möchte diesen Bericht nicht mehr kommentieren. Deshalb begrüße ich jetzt live im Studio bei mir den Historiker Gerd Baumgartner, Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, der führenden österreichischen Forschungseinrichtung für Rechtsextremismus. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Dr. Baumgartner, Sie haben wie etliche andere Historiker diesen Bericht schon sehr scharf kritisiert. Aber muss man nicht auch anerkennen, dass die FPÖ diese Kommission überhaupt eingesetzt und ihre Parteigeschichte offenbar sehr umfangreich aufgearbeitet hat? Oh ja, ich glaube, das sollte man anerkennen. Nur leider ist von diesen vielen Versprechungen der ersten Stunden in diesem Bericht eigentlich kaum etwas übrig geblieben. Nämlich? Naja, es ist nichts übrig geblieben von dieser völligen Unabhängigkeit des Berichtes. Das sehe ich jetzt nicht. Also was wir hier vor uns haben, ist eigentlich eine durch hochrangige Parteienvertreter interpretierte Zusammenfassung von Teilberichten, die wir nie gesehen haben. Ich glaube, dass sozusagen das Projekt an und für sich, und das haben wir auch gesagt, sehr begrüßenswert war, aber bis jetzt liegt nichts vor, was sozusagen diesen Erwartungen in irgendeiner Weise entsprochen hätte. Also es fehlen ganz bedeutende Teile, meiner Meinung nach. In dem, was wir bis jetzt kennen, diese 20 bis 30 Seiten, also es sind 32, aber ein Teil davon ist Inhaltsverzeichnis, ein Teil ist Autorenverzeichnis, von diesen gut 20 Seiten Inhalt, haben Sie da irgendetwas drin erfahren, das Sie noch nicht gewusst haben? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Ja? Ich war eigentlich überrascht, wie wenig Inhaltliches da ist. Und das, was da ist, ist zum Teil faktisch falsch, wenn ich da drinnen lese, dass es eine SPÖ-FPÖ-Koalition zwischen 80 und 83 gegeben hat, dann verwundert mich das, denn die einzige war zwischen 83 und 87. Also hier sind eigentlich, glaube ich, sehr grundlegende Fehler noch drinnen. Da ist man noch weit entfernt von einem wissenschaftlich abgesicherten Bericht. Gut, das war ja wahrscheinlich ein Schlampigkeitsfehler. Jetzt ist die FPÖ wissenschaftlich aufgearbeitet wie wahrscheinlich gar keine andere Partei in Österreich. Was fehlt Ihnen eigentlich inhaltlich? Am Bericht? Ja. Ich glaube, dass genau das fehlt, was eigentlich der Anlass war. Nämlich ausgegangen ist man ja davon, dass man die Verstrickungen der FPÖ mit rechtsextremen und neonazistischen Kreisen und die personellen Überschneidungen bearbeiten will. Und das fehlt eigentlich direkt. Der Bericht beschäftigt sich hauptsächlich mit der FPÖ als Partei, aber eben genau nicht mit diesen personellen Überschneidungen. Also da ist kein Wort drinnen von den Abspaltungen, wie zum Beispiel unter Burger. Da ist kein Das Wort Küssl kommt zum Beispiel überhaupt nicht vor, aber die Freiheitlichen Akademikerverbände sind da nicht bearbeitet, die Aula ist da nicht drinnen, es sind die Burschenschaften nicht drinnen. Ja? Über die Burschenschaften gibt es offenbar zwei Kapitel. Man weiß nicht ganz genau, was drinnen steht, aber es gibt offenbar zwei Kapitel. Es gibt offenbar zwei Kapitel, die, soweit ich das überblicke, das eine wurde von einem Experten für CV-Burschenschaften, also für katholische Burschenschaften geschrieben. Wie weit der sozusagen die anderen Burschenschaften hier mitbehandelt, weiß ich nicht. Das ist ein Experte, ein ausgewiesener Experte für katholische Burschenschaften. Der zweite Name ist mir eigentlich nur als Experte für Medaillen und Abzeichen bekannt. Also die Expertise erschließt sich mir nicht. Wir können nicht wissen, was da drinnen steht. Wozu braucht man den Bericht eigentlich überhaupt? Ich habe schon gesagt, die FPÖ ist ja extrem gut erforscht, unter anderem durch ihr Institut. Also wozu würde man den Bericht überhaupt brauchen? Also unsere Erwartung war eigentlich, dass die Aufarbeitung dieser Kommission dazu führen würde, dass es in der FPÖ dann so etwas wie einen roten Strich geben würde, wo man sagen kann, im Kontakt, in der Kooperation mit rechtsextremen, neonazistischen Organisationen und Personen bis hierher und nicht weiter. Und das kann das Papier, das hier ist, sicher nicht liefern. Aber ist das überhaupt noch notwendig? Muss man nicht anerkennen, dass der langjährige Parteichef Strache sich in den letzten Jahren sehr bemüht hat, jedenfalls offiziell die Partei von jedem NS-Gedankengut und speziell von Antisemitismus abzugrenzen, dass er sich sehr um ein korrektes Verhältnis zu Israel bemüht hat? Also Zitate wie Österreich, also die österreichische Nation als ideologische Missgeburt, Lob für die Beschäftigungspolitik der Nazis oder für SS-Veteranen wie unter Jörg Haider hat es unter Strache nie gegeben. Das ist richtig und das ist auch absolut positiv anzuerkennen. Sicher hat sich die FPÖ in den letzten Jahren hier sehr bewegt. Gleichzeitig hat aber gerade Strache wiederum eines der größten, wenn Sie so wollen, oder wirkungsmächtigsten rechtsextremen Verschwörungstheoreme in letzter Zeit dann bemüht. Nicht? Also diese Geschichte vom Bevölkerungsaustausch, die hier geplant sei und wo wir alle wissen oder wo man weiß eigentlich, dass
hier das ein Teil einer mehr oder minder jüdischen Verschwörung, Weltverschwörungstheorie ist. Zu der hat er sich ja ganz offensichtlich bekannt. Also das konterkariert meiner Meinung nach seine Bemühungen bis zu einem gewissen Teil und rückt ihn auch ganz klar in die Nähe von Rechtsextremisten. Das ist rechtsextremistisches Gedankengut. Das ist das, was die Attentäter von Christchurch und auch El Paso verbreitet haben und das auch, was die Identitären bei uns verbreiten. Ja? Das sieht die FPÖ selbst oder jedenfalls diese Kommission oder die Leute, die die Zusammenfassung geschrieben haben, ganz anders. In dem Bericht steht, das ist jetzt wenig überraschend, die FPÖ ist keine Nachfolgeorganisation der NSDAP und will den Nationalsozialismus in Österreich nicht wieder errichten. Das ist tatsächlich nicht sehr überraschend, weil das wäre verboten. Es steht da aber auch, die FPÖ habe keine rechtsextremen Züge. Trotzdem wird sie von Kritikern wie Ihnen immer wieder rechtsextrem genannt. Warum trotzdem? Also ich glaube, dass es viele Gründe gibt, die FPÖ auch als rechtsextrem einzustufen, und zumindest einige Politiker in der FPÖ. Dazu gehört die Kooperation mit bekannten Rechtsextremen, international als auch national, also keine Abgrenzung gegenüber diesen politischen Partnern. Wenn zum Beispiel Innenminister Kickl da auf diesem Kongress der Retter Europas auftritt. Dazu gehört auch ein typisches Merkmal, wie zum Beispiel die Ethnisierung der sozialen Frage in allen Bereichen. Nehmen Sie das Handbuch für freiheitliche Politik, wo davon gesprochen wird, dass also Erziehungszeiten von Frauen für die Pension angerechnet werden sollen, aber nur von autochthonen Familien. Das ist die Einführung eines Rassenkriteriums de facto. Da geht es nicht mehr um Staatsbürger. Genauso ist das Element, das jetzt im Parteiprogramm wieder von einer deutschen Volksgemeinschaft die Rede ist. Das steht auch in diesem Historikerbericht durchaus drinnen. Die FPÖ selber will sich sieht sich als nationalliberal, steht in dieser Zusammenfassung. Wäre das eine zutreffende Einordnung? Also ich sehe, und das sehe ich durchaus positiv, viel Nationales in dem Sinn, dass es jetzt hier auch ein starkes Bekenntnis zu Österreich als Nation gibt, was ja in den 90er Jahren bei weitem doch nicht so war, aber gleichzeitig auch eine Hinwendung zu einem fast rassistischen Volksgedanken, einem deutschen Volksgedanken, und den halte ich für gefährlich. Dr. Baumgartner, vielen Dank für diese Analyse und für den Besuch im Studio. Gerne, Dankeschön. Und wir wechseln